Fall. Er hat Fliegerwelle mit dem Fahrrad über die Alp. Er hat Fliegerwelle wie ein Schwalb. Er hat Fliegerwelle mit dem Fahrrad über die Alp, über die Alp. Ich heiße Gustav Mesmer und habe angefangen mit Flugzeugbauen. Der Teil dieser Woche, ganz mager, ziemlich kalt, der Gustav Mesmer. Icarus vom Lauterdamm, im Irrenhaus ein Leberland, hat er geschwärmt davon, hat er Bilder geschmalt, von seiner Vision, von seiner Flugmaschine, mit Propeller und Pedal, und den Luftomnibus, über Berg und über Dach. Von seinem Flugfahrrad natürlich, hat er 40 Jahre geträumt, und endlich kommt er raus, auf die Albens Altersheim, da hat er Welt zerquillt. Plastik und Papier, Holz und Eiserschrott, da hat er's konstruiert. Auf dem Berg ganz oben hat er alle aufgenommen, ist ein Meter geflogen und ins Krankenhaus kommen. Er hat Fliegerwelle wie ein Schwalb, er hat Fliegerwelle mit dem Fahrrad überall, er hat Fliegerwelle wie ein Schwalb, er hat Fliegerwelle. Geboren 1903, mit 11 Bauersknecht, der Teuge schon als Kind und bloß zum Schaffen kriegt. Als junger Kerl schon, kommt er weg von daheim, ins Kloster Bayron, da hans es gut mit dem Mund. Als Bruder Alexander, ist er Mönch 6 Jahre, und er steigert sich rein, ganz krank und verbohrt. Himmelfahrt, Engelflug, bei Gott will er sein. Wird schier verrückt vom Bett und der Glaubensschwärmerei. Wieder Heumanns entschickt ins Altschausen Jammertal. Bei der Heiliger Metz, da kommt's zum Zwischenfall. Er steckt selber noch auf Kanzel und hält der Welle Predigt. Da hat's ihn runterzogen und den Schusser wird erledigt. Er hat Fliegerwelle wie ein Schwalb. Gustav echt fliegt, das Räusch mit seinem Läuferdracher Flugfahrrad oder mit seinem Lufthaspelquartett. Manchmal, wenn am Alps langweilig ist, da fliegt er nun von Dorf zu Dorf, bis nach Solgau und Altschhausen, da wo er herkommt. Am Sonntag bei der Heiligen Mess, meistens, wenn der Pfarrer gerade predigt. Da hört man lachen, der Gustav, oben auf seinem Flugfahrrad.